So, und da wären wir neu bei einem weiteren Volley-Tweet. Und zwar, currently I'm adding quest elements where you meet and help wandering groups of NPC adventurers. Also momentan füge ich neue Quest-Elemente hinzu, bei denen du auf Abenteurer triffst, welchen du hilfst. Also auf NPCs. Gucken wir uns das mal an. Das kam schon gestern, aber da kam einiges dazwischen. Dementsprechend folgt das Video dazu jetzt erst. So, alles klar. Schauen wir uns das Video mal an. Also wir treffen auf NPCs und die brauchen was und denen helfen wir. Mage 64. Thanks so much. So, doing well, bla bla. Fantastic. Was geben wir denen denn? Ach, wir haben denen ihren Typen gebracht. Eine Gruppe von 5 Abenteurern und das in Q-World? Illuminati confirmed. So, also wir bringen ihnen den Typen hier, ihren Kollegen, und dafür bekommen wir eine Belohnung. Wie sich die... Ich schätze mal, das wird jetzt nicht der oberste Shit sein an Belohnungen. Da finde ich, sollte man auch so irgendwie richtig schwierige Quests für haben. Und das, also, dass du, richtig schwere Quests hast, wo du auch solche Typis hier suchen musst, also NPCs hilfst, aber auch dann eine höhere Rareinheit an Gegenständen bekommst, weil das ist ja einfach nur weiß, weil irgendwann, wenn du ein gewisses Equipment hast, dann sind solche Quests einfach nur noch extrem irrelevant, weil du dir halt auch denkst, warum soll ich das machen, wenn ich nicht groß belohnt werde. Wenn du jetzt irgendwie auch diese Quests hast und dabei Money machst, oh, mit Prien XP, das ist natürlich ein Punkt, aber wenn du die nur bekommst, wenn du jetzt keine anständigen Sachen dafür bekommst, dann ist das natürlich so eine Sache. Ich weiß nicht, ob man dann so den Anreiz findet, das jedes Mal neu zu machen. Aber gut, das wäre es auf jeden Fall davon gewesen. Und ich schätze mal, da wird vielleicht heute noch ein weiterer Tweet kommen. Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Ich möchte aber noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, für die Leute, die soweit schon geguckt haben oder jetzt gerade eben schon vorher rausgesippt haben. Also ich habe ja gestern ein gewisses Video hochgeladen, das eigentlich nicht so mein Stil ist, aber ich habe es trotzdem hochgeladen und das hat eine extrem gute Resonanz bekommen. Ich glaube, wir hatten das, also ich glaube, das letzte Mal so viele Kommentare hatte ich beim Q-Pod Update Video. Finde ich extrem cool, jetzt nicht wegen diesem Thema und so, also nicht deswegen, das Thema, das nervt mich einfach nur wie Sau. Nee, ich finde extrem cool, dass man da auch mal ein paar Leute jetzt, dass man jetzt mit so vielen Leuten auch mal schreiben konnte, die sich sonst eher so im Hintergrund gehalten haben von den Abonnenten her. Wollte ich nur gesagt haben, ich bin jetzt niemand, der sagte, like das Video etc., aber wenn ihr Bock habt, einen Kommentar zu schreiben oder sowas, ist immer ganz cool. Ja, das wäre es auf jeden Fall gewesen von dem Video. Muss mal gucken, was ich demnächst noch so mache. Ich muss auf jeden Fall mal die restlichen Q-Pult-Folgen, die irgendwo auf meiner Platte rumgeiern, fertig machen. Demnächst werde ich noch ein Video machen müssen zu einer Sache, die sich geändert hat. Darauf komme ich dann noch zu sprechen. Das braucht jetzt aber noch ein bisschen was. Aber bis dahin würde ich sagen, war es das mit dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.